Vor einigen Tagen habe ich ein Video zur Gothic Unreal Beta hochgeladen. In der Version 0.0.1.4 haben wir schon echt gute Ansätze von einer Umsetzung in der Unreal Engine gesehen. Soweit es mittlerweile öffentlich klar ist, wird kommuniziert, dass nur eine Person Gothic komplett in die Unreal Engine portieren möchte, um eine Basis für neue, bessere und größere Modifikationen zu erschaffen. Diesen Gedanken begrüße ich aufs Intensivste. Stellt euch mal vor, Texturen werden ausgetauscht und modernisiert, UI und Animationen, wie es ja jetzt schon teilweise der Fall ist, werden erstellt und das wäre wirklich eine neue Ebene für die Modding-Community. Mittlerweile wurden in kürzester Zeit zwei weitere Patches für diese Unreal Beta veröffentlicht. Wir haben nun aktuell die 0.0.1.4 Patch 2 zu diesem Zeitpunkt. In meinem ersten Video konnte man noch keine Leitern benutzen und die Lichtquellen waren auch noch nicht vorhanden. Doch das ist nun Vergangenheit und sowohl das Sumpflager als auch das alte Lager zum Beispiel erscheinen in nächtlicher Atmosphäre einladender. Auch Leitern können nun benutzt werden. In diesem kurzen Video möchte ich euch mein Feedback zu meinen bisher 1-2 Spielstunden Erfahrungen mit dieser Gothic Unreal Beta darbieten. Ich finde die Idee ist mega gut. Ich freue mich richtig über neue Gothic-Projekte und Modarbeiten. Die Community lebt und jeder hat echt Bock, hier was zu bewegen. Und das unterstütze ich natürlich gerne, auch wenn es nur mit Aufmerksamkeit ist. Beim Spielen selber hat sich schon alles sehr smooth angefühlt. Ausführlicher seht ihr das in meinem knapp 45-minütigen Gameplay. Was ich mir als nächstes wünschen würde, wäre eine korrekte Umsetzung der Lokalisierung. Deutsche Sprache mit deutschem Text, englische Sprache mit englischem Text und so weiter. Und ja, in meinem ersten Video habe ich gesagt, dass der Text deutsch und das Audio russisch sei, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, da es sich dabei um polnisches Audio gehandelt hatte. Auch das Interface ist noch ausbaufähig. Der permanente Questhinweis in der rechten oberen Ecke ist ganz nett, aber ich würde den gerne ausmachen können. Auch hatte ich 1-2 Abstürze, also technisch gibt es auch noch ein bisschen was zu optimieren. Kann man also sagen, man kann dieses Spiel schon durchspielen, würde ich eher sagen, nein, das ist bisher noch nicht möglich. Aber alles in allem, finde ich, ist ein echt schöner Anfang gemacht und ich bin extrem gespannt, wie es hier mit dieser Unreal Beta weitergeht. Ich werde die Entwicklung dieser Produktion im Auge behalten und hier und da mal reinschauen, um euch ein kleines Update zu geben. Es lohnt sich also für euch, hier ein Abo dazulassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und danke auch nochmal für die zahlreichen Kommentare unter meinem ersten Video zu dieser Unreal Beta. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, das war mein kleines Update und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest. Macht's gut und ciao.